wieder da. Degrees of Separation. So, und wir versuchen jetzt noch mal hier, weil wir das Tor ja offen haben, noch mal hier die Schals zu holen. Ist das richtig, die Messerschals? Ich glaube ja. Weil Schale ist ein Gefäß, in dem man Dinge aufbewahrt. ich glaube, wir können erstmal ein Stück beamen, oder? So wie ich das sehe. Oder willst du lieber zu Fuß gehen zum Gucken? Lieber zu Fuß. Ich trau dem Ganzen hier nicht so. Ich darf ja nicht so nah an dich ran. Ja, sonst machst du Bumm. Aber da steht die ganze Zeit, ich soll Zeit drücken, um eine Explosion auszulösen. Ja, zur Erklärung. Du musst es aber trotzdem nicht machen. Sonst hört das nicht auf, das anzuzeigen, wenn ich das nicht mache. Was warst du jetzt? Du hast dich umgedreht. Ja, ich habe versucht, hier ranzukommen. Naja. Nichts so, als halt mal die Augen offen. Das ist runtergehen, oder? Ups. Ja, aber nicht wirklich weit. Ja, das war jetzt auch nicht. Okay, stopp! Ich sehe überhaupt nichts. Also, die Sterne schwarz zu machen bei diesem ganzen vielen dunklen Hintergrund ist echt keine gute Idee gewesen. Geh du mal hin. Der Hintergrund ist ja jetzt heller. Ja. Okay, etwas höher müsste noch irgendwo einer sein. Ja, jetzt versuchen irgendwie nach oben zu kommen oder sowas. Und dann haben wir fast direkt wieder einen. Gab es hier auch ein Rätsel? Kannst du dich ja daran erinnern? Das ist ein Rätsel. Deswegen ist das groß. Ja, weil ich da keinen Schal sehe. Okay, also du meinst nicht nochmal extra gucken, ne? Ich meine jetzt hier irgendwo müsste einer sein. Irgendwo hier oben oder so. Unten war auch einer. Das daran. Unten erinnere ich mich auch, da war auch ein Schal. Hier unten. Ich zeig nur kurz runter. Hier war auch einer. Und jetzt müsste es wirklich einen jetzt hier oben irgendwo geben. Vorsicht. Hier oben muss es einen geben. Lass uns mal uns da hoch sprengen. Du sprengst mich da hoch. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Oh, warum das nicht? Funktioniert. Ha, den haben wir auch schon geholt, werden dann. Ja, jetzt wäre wieder cool, wenn man sehen könnte, wo man ist. Ja. Jetzt sucht man sich nämlich einen Wolf. Wir könnten schon längst vorbei sein. Ja. Guck mal, da ist so ein Fußdings gewesen. Hast du gesehen? Ein Geysir, ja. Der wird doch irgendwas zu bedeuten haben. Komm hier nicht immer so nahe. Doch, ich will da hoch. Ach so, zur Absicht. Da ist vielleicht so ein... Ja, weißt du noch... Mist! Ja, ich muss halt Kreis drücken zum Explodieren. Ja, wir können aber auch einfach zu dicht dran kommen, weißt du? Ja. Manchmal ist es aber gut, dass zielgesteuert. Ich glaube, dass das hier so ein Bergauf-Ding ist. Siehst du? Wäre das gar nicht so schlecht. Ich muss dahin. Ja, ich weiß, aber ich kann ja nicht da... Wenn du die ganze Zeit da stehst, kann ich nicht. Deswegen, weil du musst, glaube ich, hier... Genau, du musst einmal hier unten sein. Und mich langsam... Warte. Mich langsam wieder nach oben schießen die ganze Zeit. Und dann könnte es vielleicht das schon okay, sein. Okay, gucken wir mal, ob das klappt. Fast. Halt dich irgendwo fest. Oh. Yay. Und es war tatsächlich der. Sehr gut. Ich dann jetzt ein Stück weiter nach genau, rechts. Aber nur ein ganz kurzes da. Aber auf der Höhe ungefähr. Den hier hatten den wir. Den haben wir. Gut. Und der nächste müsste dann unser sein. Okay. Sehr geil. Ja, jetzt wir muss... Wir ein Stückchen weiter, aber ungefähr auf derselben Höhe. Ja. Hier irgendwo müsste der... Oh, da ist sehen er. Wir auch schon. Okay, gucken wir uns das mal an. Ich glaube, du musst dort stehen, um mich da wieder hinzuschießen. Ja, du musst auf mich draufspringen, aber so, dass du da oben nach da oben fliegst. Ja. Ach du Scheiße. Ah. Sollte eigentlich ein Rätselspiel sein und kein Geschicklichkeitsspiel, oder? Weil das mit diesem gezielt Schießen, das ist schon, finde ich, nicht so rätselig. Ist Rätsel und Geschick, weil du musst ja erstmal herausfinden, wie. Okay, ich versuch's. Bam, beim ersten Mal. Und nicht geschnitten, meine Lieben, nicht geschnitten. Jetzt aber wirklich ein Stück weiter rechts. Ja. Ich bin hier unter. Wie viel ein Stück? Oh ja. Also zwei von diesen Haltestationen bestimmt. Oh, ich glaube eher nur einen noch. Ich glaub mehr aber auch nicht. Guck mal, als Schmetterling, weil manchmal wird man als Schmetterling ja explizit an den Dingern vorbeigeführt, damit man das extra sieht. Ja. Hey.
Oh, Wasser? Wasser? Wasser, Wasser. Ach, das ist dieses Ding. Das hat Mario geschafft. Ja. Ich glaube, wir sind schon zu weit fast. Ja, weil ich glaube, wir sind schon wieder Ende, ne? Oder? Hey, es geht hier noch weiter. Wo sind wir? Aber das, guck mal, könnte da, die... das könnte jetzt wirklich dieser lange Abschnitt sein, wo nichts ist. Wo genau, wo die Brücke war, ne? Das heißt, es genau. Müsste vielleicht wieder eine Stelle kommen, wo einer war und dann die Stelle, ja, wo uns einer fehlt. Man muss hier echt raten. Das ist übel, ist das. Und hier könnte jetzt der gewesen sein, der jetzt kommen würde. Ja, den man wir schon haben. Erraten müsste. Und jetzt müsste aber einer kommen, der uns noch fehlt. Genau. Sieht ja sehr danach aus. Oh nein, das ist der, wo wir hier drüber... Oh. Ja, wo wir nicht rausgefunden haben, wie das funktionieren soll. Es gibt ja einmal diese komische schräge Kante hier. Ne? Und die schräge hier hoch ist schon fast wieder Ende, weil ja, hier ja, ist zu hoch halt. Deswegen, ich glaube wirklich, dass du mich da oben rüberschießen musst, nur dass das wirklich wieder mit purem Geschick oder ich dich halt, je nachdem. Die sind nur davor, schade. Also da bin ich nicht so begeistert von. Also das, so ein Rätsel sollte eigentlich mit dem Kopf zu lösen sein und nicht, indem man 30.000 Mal uns sich gegenseitig in die Luft spielt. Oh, ich hatte Angst, ich bin... Ich so, nein, 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 nein! In dem Moment, wo ich rüberkomme, musst du auch schon springen, damit du höher kommst. Dann knall ich nur gegen den Felsen. Oh, was haben wir denn jetzt geschafft? Spring hoch! Was war das denn jetzt? Wieso sind wir denn nicht die ganze Zeit explodiert? Keine Ahnung. Das war jetzt aber sehr seltsam. Komm mal. Ah! Ich meine. Vielleicht muss ich hier an die Kante dran springen, kann das sein? Weißt du, dann bin ich ja tiefer und dann hochklettern und dann fliegt das Ding vielleicht in die Luft. Also ich kletter da hoch und du kletterst da unten dran. Nee, das hat auch nicht geklappt. Ich habe, aber ich habe das Gefühl, das muss da, wir müssen da oben rüber. Ja, ja, also anders wüsste ich nicht, wie es gehen soll, weil durch geht ja nicht. Ja, okay. Ich bin bereit. Okay, das hat nicht du nicht? Geklappt. Du bist nicht bereit. Ich komme oben gegen die Kante. Ja, wenn du springst, dann... Dann bin ich zu hoch, aber ich muss eigentlich höher. Das ist das Problem. Häng dich mal an die Kante und spring dann mal. Ich wollte mich an die Kante hängen. Ja, das ist nicht mal so ganz einfach, ne? Ich weiß. Das ist so ein Mysterium. Aber stell dich mal dahinter, genau, und dann an die Kante springen und dann. Auch nicht. Wir springen uns einfach nach oben. Wir sind zu gleich von der Höhe. Deswegen dachte ich ja, wir müssen oben auf die Kante. Okay, wir machen es jetzt anders. Ich stelle mich hier hin, du kommst ganz vorsichtig die Kante darunter. Was ist, wenn du da ganz weit vorne stehst und mich nach oben katapultierst trotzdem? Du willst über mich drüber springen quasi. Ja, so rüber und dann... Das ist eine gute Idee, das könnte funktionieren. Da muss im richtigen Moment dann die Explosion ausgelöst werden. So wie du mich immer oben halten musstest, musst du mich jetzt nach oben schießen wieder. Deswegen ist diese Kante hier zum Rüber, weißt du? Ja. Bereit? Ja. Oh! Zu kurz! Wie ärgerlich ist das denn? So, willst du, wieder... Geil! Geil! Ja, es ist meinetwegen, aber es ist so scheiße, ist das. Es ist so scheiße. Ja, warte, jetzt machen wir es ja anders. Ja. Jetzt darfst du das Opfer spielen hier. Und festhalten kann man sich auch nicht. Nee. Aber wir kommen jetzt da theoretisch rüber. Das Problem ist, der muss ja genauso weit noch fliegen, ne? Also, es ist. Das ist jetzt ein echt. Das ist. Oh Gott. Nee, also ganz im Ernst, Freunde, das macht keinen Spaß. Also das ist ein Rätsel, das ist nicht von meinem Geschmack, wo man das einfach 3000 Mal machen muss, bis es passen muss. Das sollte kein Rätsel sein. Zu früh. Bin wieder gegen die Decke geknallt. Mist. Oder ich darf generell nicht springen, sondern einfach nur. Ja. Einfach nur im richtigen Moment zünden.
scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder bleib einfach mal stehen, ich versuche die richtige Stelle auf dich drauf zu springen. Dann kriegen wir hier den maximalen Schub. Weißt du, okay, was ich meine? Ich hätte gesagt, einfach stehen bleiben, aber gut. Ich war nervös. Du weißt, dass ich nicht stillstehen kann. Der kann einfach zu gut springen, hast du gesehen? Ja. Die Entfernung macht er problemlos. Weil das mit dem Wegfetzen, das geht nämlich nur, wenn wir wirklich ganz dicht beieinander sind. Ja, ich merk's. Und deswegen darfst du, glaube ich, gar nicht springen, sondern ich muss auf dich drauf springen. Also da macht er auch richtiges Bumm. Ja, aber du bist zu weit, ne? Ja, ich muss nur an die richtige Stelle springen. Das ist jetzt das Problem. Aua. Au! Wie gesagt, nicht sprengen. Ich hab gesprengt. Ja, sollst du ja nicht. Weil sonst kriegst du diesen richtigen Fetzeffekt mit. Dann tue ich gar nichts. Ja, du musst einfach nur stehen. Das ist voll langweilig. Ja, hat auch nicht geklappt. Nee, du hast mich runtergeschossen. Au! Lass mir doch nicht so viel in den Hintern. Sonst findest du das immer gut. Gar nicht wahr. Ich hab keine Ahnung, also ehrlich. Das ist nicht mein Ding. Dann bist du mal. Ich bin ja schon mal weitergekommen. Aua! Aua! Ich will da unten wechseln. Danke. Also du musst auf die richtige Stelle springen, auf mich drauf, damit du den maximalen Effekt hast. Und ich glaube, darum geht's wirklich. Dass man dann wenigstens nicht auch mal halten sich kann oder so, mein Gott. Das würde dir auch nichts bringen, dann kommst du ja auch nicht weiter dann. Boah, ein Versuch noch und dann war's das, ehrlich. Dann habe ich erstmal genug von dem Rätsel, dann gehen wir weiter. Ja, hilft uns ja nichts, wir müssen ja trotzdem gucken, wie wir weiterkommen. Ja, so wie mit dem Brunnen? Alter, das geht gar nicht. Alter. Ah, frisch bei dem Ghetto-Slang hier. Oh. Weiter? Weiter. Ich habe genug von diesem Rätsel. Falls einer weiß, wie es richtig geht, in die Kommentare. Ja. Ah, warte, wir müssen ja erstmal nachgucken. Ja, einer fehlt noch dann. Einer geht noch rein. Okay. Bestimmt hier unten. Ah, das Rätsel. Scheiße. Da wussten wir auch nicht wie. Nee. Ich kann es holen, sozusagen. Also, so kann ich es holen. Warte, das war zu früh. Oh Mann. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie ich jetzt auch noch raufkomme, ohne dass das auslöst. Theoretisch müsstest du irgendwo sein, wo du das da oben nicht auslöst. Das heißt, du müsstest vielleicht noch wegbleiben, bis ich dort bin. Also ganz weg raus aus dem Bild, bis ich auch mit drauf bin. Denn dein Eis löst das ja aus. Das heißt, du musst ganz weit weg. Ja. Ja, aber wir kommen ja trotzdem nicht beide auf das Ding drauf. Alter, wieso will meine nicht? Ich bin noch gesprengt. Ich bin ja gar nicht gesprungen, ich bin ja einfach. Nee, gesprengt, habe ich gesagt. So, und wie soll ich das Ding jetzt da betätigen? Das hat man nämlich schon mal versucht. Weil mit drauf kann ich nicht. Das heißt, ich muss hier rüber. Du stehst aber viel zu hoch. Weil, sobald sich das Ding wieder dreht,
Und je weiter ich weglaufe. Ja, aber das hier ist der Weg nach oben. Das ist das Problem. Kann ich da irgendwie unten dran mich festhalten? Das ist so schön mit Seilen umwickelt. Da muss man sich doch festhalten können. Und wenn ich nach oben gehe, passiert was? Ich kann mich blöderweise aber auch nicht festhängen, das weiß ich. Na? Spreng mich nicht runter. Also ich muss oben theoretisch ins Wasser kommen. Ja. So. Und wir haben... Ich muss aber die Lampe jetzt kalt kriegen. Genau. Und wenn, dann geht es nur zu so einem Viertel ungefähr. Und wir können aber auch nicht sprengen, weil das dann nicht weit genug kommt. Das ist kacke. Alter! Ich kann es aber auch gar nicht bewegen von hier oben, ne? Nein. Weil ich hätte sonst gedacht, dich ein Stück fahren lassen, hinterher springen und dich dann sprengen, weißt du? Ja. Funktioniert nicht. Der Einzige, der darüber kommt, bin ich. Aber ich nutze darüber nichts. Ja. Und hier ist überhaupt nichts mehr. Das Rätsel ist ja wirklich das, was hier angezeigt wird, und zwar genau das. Die Lampe? Kann ich denn irgendwie hier weiter nach rechts, dass du da das Ding wieder auslöst, dass ich wieder zurückkomme? Nein! Ah, scheiße nochmal. Ich muss auf die Seite. Also, dass ich so weit nach rechts gehe, dass du rüber kannst, und dann muss ich die Lampe von der anderen Seite aufbetätigen. Hat man das schon mal versucht? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Geh einfach und versuch's. So, jetzt wechsle ich, damit du das machen kannst. Okay. Du bist theoretisch jetzt oben. Geh so weit weg, wie ich kann, damit du das Ding wieder runterlässt. Ich guck mal nach. Glaube aber nicht, dass das klappen wird. Ich vermute auch nicht, aber das fällt mir gerade nicht ein. Kannst du noch einen Ticken? Nee, okay. Und jetzt würde es. Jetzt höre ich es, jetzt bewegt es sich. Du bist zu stark. Wir sind gleich stark. Ja, lass mich doch das mal runterholen. Ich wollte nur an dir vorbei. Jetzt an mir vorbei. Okay, warte. Wir machen Bäumchenwechsel. Ich einmal hier rum, du drunter, ich drüber und gut. Geht das eigentlich theoretisch auch andersrum? Du bist ja bei der Hälfte schon draufgesprungen, wenn es runtergeht. Ich ziehe es runter, du ziehst es hoch. Ja. Geht das nicht auch andersrum? Ich weiß nicht wie. Hallo, ich möchte gerne da auch hoch. Hast du eine Fahrkarte für... Warte mal, geh mal zum anderen Ende. Gut. Ja, komm mal näher zu mir, dann müsste sie sich ja auch wieder... Nee, das dreht sich. Guck, der Bildschirm. Ja, ja, aber... Die Lampe ist schon raus. Und wenn ich hier noch weiter nach rechts gehe, das war nicht rechts. Nee, weil es ja nicht weiter nach rechts geht. War da nicht noch ein Pfeil nach rechts? Was ist denn jetzt los?
Du hast gewechselt, keine Ahnung. Ich hab gewechselt. Was hat er denn jetzt? Hallo? Der macht überhaupt nicht mehr, was er soll. Wow! Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Wie bist du denn da hingekommen? Ja, keine Ahnung. Hast du gesehen, wie er hin und her gesprungen ist? Ja. Ganz schön verwirrend. Ja! Nicht ganz am Ende, richtig? Ich meine ja. Ich würde sagen, das ist auch ein Rätsel, was bescheiden ist. Yay! Ja, da geht's raus. Ja, ich weiß nicht. Also wir haben zwei Rätsel, die wir nicht lösen können. Zumindest fällt mir jetzt nichts eigentlich ein. Eigentlich drei, weil wir sind auch immer noch nicht über die blöden Türen öffnet. Eigentlich dachte ich ja über die Schale. Ja. Oder Schals. Das ist jetzt wirklich mal die Frage. Was ist das denn hier? Ach, das ist für das hier. Okay. Ja, das wird so. Ah, retable. Ja, ja, ich würde sagen. Gucken wir jetzt nochmal in der Burg, oder was? Ja, wir gucken jetzt nochmal in der Burg und mal sehen, was wir jetzt sonst anstellen. Und das seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss.